bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ja, nach längerer Zeit habe ich ja jetzt endlich wieder geschafft, hier mit euch Karten zu legen. Ich habe es schon echt total vermisst. Ja, ich habe vorhin schon das Wochenreading gedreht. Das waren schon mal echt super Energien. Jetzt möchte ich euch gerne noch ein Liebesorakel reingeben. Und ja, ihr Lieben, wir legen jetzt auch gleich los. Bitte bedenkt, natürlich ist es ein allgemeines Reading, kann ich auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst du es dir einfach um. Und das Reading ist zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt auch los, ihr Lieben. Schauen wir mal, was wir hier für die Liebe bekommen. Liebe, was sollst du wissen? Hier haben wir schon mal die Herrscherin. Dann haben wir die 6 der Stäbe. Dann haben wir die 3 der Münzen. Dann haben wir die 7 der Münzen, die 9 der Kelche. Ist das wieder geile Energie hier für die Liebe, ihr Lieben? Haha, und den König der Kelche. Ja, im Unterdeck habe ich hier 6 der Münzen und 10 der Kelche. Es ist der absolute Hammer, dieses Reading, kann ich euch jetzt schon sagen. Also, das, was ich hier sehe in der Liebe, ja, kann es für die einen oder anderen so sein, dass du jetzt wirklich dein perfektes Gegenstück triffst. Oder dass du mit jemandem zu tun hast schon, ja, wo es wirklich jetzt nach einer längeren Phase, wo ihr euch vielleicht kennengelernt habt, wo ihr vielleicht miteinander geschrieben habt, ja, wo es darum geht, jetzt wirklich in etwas Festes, in eine feste Beziehung überzugehen. Das sehen wir hier. Grundsätzlich kann das hier jeder sein. Ich beschreibe den Menschen gleich noch, dann weißt du für dich, um wen es hier gehen könnte, ja. Ich sehe hier definitiv eine Kommunikation auf dich zukommen. Ich sehe eine stetige Weiterentwicklung eurer Verbindung. Ja, jemand, der es wirklich ernst meint, jemand, der sich hier in dich verliebt. Und das Ganze kann auch sein, dass ihr momentan so freundschaftlichen Kontakt habt oder auch immer wieder freundschaftlichen Kontakt hattet, auch vielleicht eine längere Pause dazwischen war, zwischen dir und einem gegenüber. Und da sehen wir aber jetzt eine Bewegung, ja. Hier geht es wirklich um das Erobern. Hier geht es um die Dates, die hier treffen, also die hier dein Gegenüber möchte. Und es geht hier darum, dass das alles wirklich wertschätzend, authentisch, ehrlich, liebevoll und romantisch ablaufen soll, ja. Also es ist wirklich quasi hier wirklich Traum, ja. Also so kann man es einfach nur sagen. Du bist hier für jemanden wirklich, ja, das Nonplusultra, so kann man es einfach aussprechen, ja, die Traumfrau schlechthin oder der Traummann schlechthin, denn du bist hier die Herrscherin, du verkörperst alle 4 Elemente in dir und du hast hier auch eine gewisse Vorahnung, ja, dass hier vielleicht jemand nach längerer Zeit wieder auf dich zukommt, vielleicht bekommst du Botschaften oder es ist tatsächlich auch so, dass du merkst, in der Liebe wird sich jetzt etwas tun, vielleicht du lernst jemand Neues kennen, vielleicht begegnet dir ein Name immer wieder sehr häufig. Und ja, dieser Name könnte dann in den nächsten Wochen oder auch Monaten, ich habe hier so ein bisschen bis zu einem halben Jahr könnte das sein, wir schauen mal, was die Zeitkarten noch sagen, aber das ist so das, was ich reinbekomme, so 6 Monate, ja, könnte es sein, dass du dann jemanden kennenlernst und diesen Namen, den kriegst du jetzt schon immer wieder geschickt sozusagen. Das ist spannend, ihr Lieben. Also auf jeden Fall geht es hier um wirklich eine emotionale Erfüllung. Es geht hier um etwas sehr, sehr Schönes, eine Beziehung auf Augenhöhe. Und vielleicht sogar ist es auch so, dass du hier mehr Auswahl hast. Ja, dass also du mehrere Interessenten hast in der nächsten Zeit, die hier wirklich dich erobern wollen, die hier dafür, ja, die dich einladen möchten, die sich treffen möchten mit dir. Und einer davon, der haut dich hier voll von den Socken, ja, oder beziehungsweise ihr haut euch beide gegenseitig von den Socken. König der Kelche kann natürlich ein Wasserelement sein, Krebs, Fische, Skorpion haben wir hier. Es kann aber auch jemand sein mit einem anderen Sternzeichen, ihr Lieben, ne? Ihr wisst, allgemeines Reading. Ich habe hier jemanden, der schon sehr sanftmütig ist. Ich habe hier jemanden, der zart ist, ja, vielleicht sogar auch jemanden, der
ja, so ein bisschen eher die weibliche Energie auch manchmal ausstrahlt, ja, wenn ihr versteht, was ich meine, was jetzt gar nicht im negativen Sinn hier gemeint ist, ja. Aber es ist hier eine sehr sensible Person, eine sehr sanfte Person und ich glaube auch, dass er zum Beispiel nicht diesen harten Handschlag hat, ne? Also wenn du jemanden in der Hand gibst, dann kann es ja sein, dass jemand ziemlich fest zudrückt und bei ihm ist es so, er hat eine ganz zarte Hand, also er gibt ganz zart seine Hand dir, ja, wenn er dir die Hand gibt oder anderen Menschen. Es ist eine zarte Person, das will ich damit sagen. Nicht von der Figur her, das habe ich nicht, da habe ich ihn normal bis vielleicht sogar auch ein bisschen stämmiger oder auch durchtrainiert, kann es auch sein, ja. Ich habe definitiv auch noch irgendwie, dass ich... bei dir oder auch bei ihm, es kann sein, dass einer von euch ein Oberarm-Tattoo hat und zwar um den Oberarm rum, ja, also wie ein Ring. So eine Tätowierung kommt mir hier rein, was wichtig sein kann. Er ist auf jeden Fall auch ein sehr liebevoller Mensch, ne? Das Herz am rechten Fleck, legt auch Wert darauf, dass wenn ihr euch trefft, dass es zum Beispiel ja, ein Ort ist, wo ihr euch gut unterhalten könnt, Deep Talk, ja, also wirklich tiefe Gespräche, nichts Oberflächliches, ja. Und dieser Mensch ist vor allen Dingen auch bereit, mit dir an einer Verbindung zu arbeiten und etwas aufzubauen, ja, etwas, was Zukunftsperspektive hat. Und darüber wird er auch mit dir sprechen. Genauso habe ich ihn hier. Eventuell kann es sein, dass er auch beruflich sehr erfolgreich ist. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber ich habe das Gefühl, er hat hier eventuell auch einen handwerklichen Beruf oder er hat handwerkliches Geschick. Das kann auch möglich sein. Das ist so das erstmal, was mir hier zu dieser Person kommt, ja, reinkommt. Es ist auch jemand, der ein bisschen seine Zeit braucht, ne? Also es kann sein, dass dieser Mensch auch ganz klar irgendwie sagt, dass er die Dinge langsam angehen lässt, ja, wenn er jemanden kennenlernt oder dass er dir das vielleicht auch in der Vergangenheit gesagt hat. Das braucht dieser Mensch auch, ne? Also dieser Mensch ist hier nicht jemand, der, auch wenn der halt viele Gefühle für dich hat, muss er die nicht nach außen tragen, dafür lässt er sich Zeit, ja, also so habe ich das. Aber du kannst dir sicher sein, auch mit den 10 der Kelchen hier, hier möchte jemand dir Schutz geben, hier möchte jemand Geborgenheit schenken und hier möchte jemand dir Liebe schenken, ja. Und das ist alles ehrlich gemeint, wir haben die Münzen, ja. Also das ist schon mal richtig, richtig schön. Wow. Für die einen oder anderen bist du am Anbändeln, ja, hast du da Kontakt mit jemandem, dann sehe ich, hier hat sich jemand volles Brett in dich verknallt, ja. Hier möchte jemand definitiv mit dir eine Beziehung aufbauen und für alle die, die in Beziehung sind, hier kann es sein, dass die Beziehung eine Stufe höher gehoben wird. Das heißt, vielleicht bist du in einer Beziehung, es kann sein, dass du einen Verlobungsantrag bekommst, hast du einen Verlobungsantrag, kann es sein, dass du jetzt den Heiratsantrag bekommst, ja. Also irgendwie haben wir hier die Stufe höher in einer Beziehung. Es muss auch nicht unbedingt ein Antrag sein. Es kann auch sein, dass zum Beispiel jemand mit dir wirklich Zukunftspläne schmiedet, ja, dass man gemeinsam an einer Zukunft baut, vielleicht sich die Wohnung zusammen aufbaut oder, ich weiß es nicht, Familienplanung, ja, also dass man sagt, so, wir üben jetzt, ja, wir wollen vielleicht Familie gründen oder sowas. Ne, also das sehe ich hier, eine Stufe höher. Schauen wir mal weiter. Ja, das Ende und kein Zurück. Ja, es gibt hier kein Zurück in dieses alte Geschehen. Ja, wenn du hier wirklich vielleicht auch zwischen mehreren Menschen stehst, mehrere Interessenten hast, habe ich das Gefühl, du wirst dich für etwas Neues entscheiden, nicht für etwas Altes. Für viele kann es auch wirklich sein, dass du jetzt nach längerer Single-Leben, ja, jetzt jemanden kennenlernst in dem nächsten halben Jahr, ja. Und vielleicht auch dadurch mit einer Person aus der Vergangenheit wirklich komplett abschließt, ja. Also das habe ich hier auch. Wir haben hier noch die neuen Töne und die Frequenzen. Also es kann einmal sein, dass du hier auch über Meditation tatsächlich Botschaften bekommst. Vielleicht hast du schon eine Vision von diesem Menschen. Vielleicht hast du ihn von hinten gesehen, ja. Oder du hast irgendwie eine Silhouette gesehen oder irgendwie sowas. Ja, in einer Meditation können dir auf jeden Fall Dinge auch auffallen oder du könntest dort drüber Botschaften bekommen, ja, auch über Musik. Es kann sein, dass du jetzt immer wieder ein und dasselbe Lied hörst. Dieses Lied
bringt in dir tatsächlich etwas Positives hervor. Ja? Das heißt, entweder du kriegst richtig, richtig gute Laune, ja, du rastest völlig komplett ab und hast einfach nur mega geile Laune, ja, und hochschwingende Vibes auf jeden Fall. Oder es ist einfach so, dass diese, und dieses Lied hat dann eine Bedeutung für dich, ja. Also achte mal da auf diesen Text, denn das kann hier auch von einer neuen Liebe sprechen, ja. Ich habe hier nämlich für einige wirklich so diese, ja, hier kommt was ganz, ganz Neues. Vielleicht ist auch dieser Mensch, ja, der, wo es ein Ende gegeben hat, wo du dachtest, es gibt kein Zurück, ja. Der spielt jetzt auf einmal komplett neue Töne, ja, aus seinem Mund und du denkst dir, hat der das jetzt wirklich gesagt, ja, weil hier kommt auch für einige, kommt hier eine Liebesoffenbarung rein. Für einige kommt hier wirklich rein, dass du eine Traumfrau bist für diesen Menschen, ja, dass man dir das wirklich auch ganz klar so sagt. Also es ist spannend. Mega geile Energie, ihr Lieben. Eventuell bekomme ich hier auch noch rein, kann es sein, dass du zum Beispiel auch einen bestimmten Film mit deinem Gegenüber verbindest und dieser Film, den siehst du jetzt durch den sogenannten Zufall, es gibt ja keinen Zufall, alles fällt einem zu, was fällig ist, ja, im Fernsehen. Auch das könnte hier für dich eine gravierende Botschaft sein, dass du hier mit in Resonanz gehst. So, und dann haben wir hier das Wachsen und das Reifen und die Schönheit. Also, hier ist etwas zu Ende gegangen, ja, was nicht mehr in dein Leben gepasst hat, was auch keinen Platz mehr hat. Ja, und du bist dadurch gewachsen, du bist dadurch zur Herrscherin geworden, du bist in deinen Selbstwert gekommen. Das ist das, was die Erfahrungen aus der Vergangenheit dir gebracht haben. Und jetzt ziehst du einen Menschen an, der zu dir perfekt passt. Ja, oder jemand aus der Vergangenheit ist hier gewachsen, ist hier gereift, ja. Konnte durch dieses Ende auch etwas verstehen, nämlich wie toll du bist, ja, und was man an dir hat. Das ist hier möglich, ja. Aber für viele, sage ich euch ganz ehrlich, wird es hier ein neuer Mensch sein, ja. Du hast ihn ja vielleicht auch erkannt. Ich habe hier tatsächlich jemand Mittelblondes, Dunkelblondes oder auch Braunhaariges für dich, ja, oder du hast diese Haarfarbe, kann möglich sein. Ich habe hier auch irgendwie für die einen oder anderen kann es sein, dass er sogar auch ein bisschen längere Haare hat, das Gegenüber. Das ist aber eine kleinere Gruppe, ja. Und ein Vollmond wird eine gravierende Rolle spielen, ja. Also wir hatten ja jetzt erst Vollmond am Samstag und es kann sein, dass zum Beispiel jetzt die Energie um diesen Vollmond, vielleicht hast du jemanden kennengelernt, ja, oder tatsächlich irgendein Vollmond in der nächsten Zeit könnte auch wichtig werden, ja. Okay, schauen wir mal noch weiter. Eine nehmen wir noch. Ja, wir haben hier nochmal das Wachstum, die Gesundheit, die Familie und das Verwurzelte. Also ich kann dir nur sagen, hier wirst du dich verwurzeln mit jemandem, ja. Und es kann wirklich sein mit jemandem, wo du eine Pause hattest. Also es kann hier wirklich jemand sein aus der Vergangenheit für einige, aber es kann auch, wie gesagt, jemand Neues sein, ja. Grundsätzlich geht es hier aber um die Verwurzelung, es geht auch um einen tatsächlichen Stammbaumweiterführung sozusagen, ja, das kriege ich hier rein. Also es geht hier wirklich auch darum, dass man eventuell gemeinsame Kinder entweder hat oder tatsächlich auch gemeinsame Kinder gründen wird, ja. Wenn du natürlich jetzt nicht mehr in diesem Alter bist, dann pack das einfach an die Seite, dann geht es hier um das generell verwurzelte Gefühl miteinander, ja. Und vielleicht war diese Wurzel auch krank, ja, das heißt, hier war etwas, ja, wie vertrocknet, ja, eure Verbindung war vielleicht vertrocknet, weil sich hier vielleicht auch keiner gemeldet hat, weil man hier, ich weiß es nicht, Gefühle nicht zugeben konnte, ja, oder vielleicht auch Diskussionen, Streitigkeiten, fiese Worte können hier gefallen sein in der Vergangenheit, ja, aber dennoch fühlt man diese Verbindung zueinander und so habe ich das hier. Also das ist echt krass. Eventuell kann es auch tatsächlich sein, dass hier Menschen im Außen gegen eure Verbindung waren, ja, dass man euch manipuliert hat. Diese Liebe konnte nicht leben, das wird jetzt aber passieren, weil diese Menschen haben nur eine Verzögerung
erschaffen, wenn überhaupt. Sie schaffen es nicht, dass ihr nicht zusammenkommt, wenn ihr zusammengehört. Ja? Das ist auch ganz, ganz klare Botschaft, die ich hier reinbekomme. Ja, falls du jetzt niemanden hier erkannt hast, wie ich ihn jetzt so ein bisschen beschrieben habe, kann es natürlich auch sein, dass du ihn in einem Urlaub, auf einer Reha, auf einer Kur triffst, diesen Menschen, ja. Und vielleicht seid ihr da auch in irgendeiner gemeinsamen Gruppe und man merkt einfach, die Harmonie ist einfach super. Man versteht sich gut oder auch auf einer, wie gesagt, Reise kann das möglich sein, ja. Du lernst jemanden kennen und man verbringt mehrere Abende miteinander und man ist erst so freundschaftlich und aus dieser Freundschaft wird immer mehr Emotionen. Also es ist echt schön, ihr Lieben. Hier entsteht ein ganz, ganz tolles Wachstum in der Liebe. Wow. Und das ist hier wirklich auch eine so eine schöne, ehrliche Liebe, ja, sowas irgendwie... Ja, auch ein bisschen was Unschuldiges hat das hier. Also echt schön. Wirf deine Blütenblätter ab. Transformation, Tod und Wiedergeburt abwerfen. Alles ändert sich. Also wie passend ist das? Hier wird eine alte Haut abgeworfen. Du veränderst dich. Ein Gegenüber verändert sich. Ja, Dinge, die hier nicht mehr zu euch passen, werden abgeworfen. Du wirst jetzt in eine neue Richtung gehen mit einem Menschen. Wenn du hier mit in Resonanz gehst, dann kann ich dir sagen, wartet hier etwas Bombastisches auf dich. Ja, also das ist hier schon echt heftig und mega schön, mega schön. Ja, also du wirst da auch sehr, sehr gute Emotionen haben, eine längere Zeit auch auf jeden Fall. Ne? Also klar, eine Beziehung besteht immer aus Höhen und Tiefen. Ne? Also es kann ja immer nicht alles nur rosa-rot und Sonnenschein sein, sondern es gibt auch mal ein paar Regenwolken. Aber hier habe ich wirklich etwas, was hauptsächlich richtig, richtig schön ist. Ja, also echt klasse. Ja, hier musste auch etwas sterben. Ja, das hatte hier auch vielleicht wirklich mit gewissen Dingen, wo man noch verwurzelt war, vielleicht Du-Themen, Er-Themen, ja, und das musste erstmal bereinigt werden und jetzt geht es wieder um die Wiedergeburt, ne? Es kann auch sein, dass ihr jetzt euch zum Beispiel aus vorherigen Leben kennt, ja, und du triffst diesen Menschen ganz neu hier auf 3D und merkst aber, dass da eine extreme Vertrautheit zwischen dir und diesem Menschen ist. Ja, was du bei ihm auch noch sehen könntest, ist, dass er vielleicht tatsächlich eine Halskette trägt oder auch ein Schmuckstück irgendwie an sich hat. Ja, also das kann ein Armband sein, das kann ein Ring sein, das kann eine Halskette sein, ein Ohrring sein. Ja, das habe ich hier noch zu diesem Gegenüber. Er ist auch jemand, der sehr genau beobachtet. Das heißt, er ist sehr aufmerksam. Ja, ich habe hier auch so ein bisschen Gentleman-Style, ja, sehr charmant. Hat auch sehr viel Anstand, finde ich. Also so kommt er mir vor, ja, als ob er sehr viel Anstand hätte und einfach eine gewisse Etikette an den Tag legt. Also das kriege ich noch zum Gegenüber rein, ja. Natürlich kann es auch sein, dass dieser Mensch dir hilft, deine alten Blütenblätter, ja, die nicht mehr für dich bestimmt sind, abzuwerfen, ja. Aber wie auch immer, du wirst hier das volle Glück erleben. Also das ist hier Glücksrausch, ja. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Okay, ja, auf ewig. Respektiert den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiert den Ort im Anderen, der ewig wird. Für die einen oder anderen kann es sein, dass dieser Mensch wirklich hier Herzheilung bei dir passieren lässt. Ja, wir haben hier die Farbe Grün, Herzchakra. Ich habe das Gefühl auch, du bist jetzt bereit für die Liebe. Ne? Vielleicht warst du auch eine lange Zeit nicht bereit für die Liebe. Jetzt bist du wieder bereit für die Liebe oder ein Gegenüber zum Beispiel. Ja? Gleichzeitig habe ich hier wirklich so diese Verbindung, die jetzt auf dich zukommt. Das wird eine Verbindung sein, die vielleicht sogar bis zu deinem Lebensende bei dir sein wird. Ja? Also das ist echt krass. Seelenpartnerschaft, ne? Heimlicher Verehrer, ja, für viele ist es so, dass man dich hier heimlich verehrt. Es kann sein, dass dir jemand auch tatsächlich auf der Arbeit schöne Augen macht, ja, dass du, wie gesagt, wenn du auf Reha, Kur, Urlaub, Reise, was auch immer du, wo du bist, ja, kann es sein, dass du bemerkst, dass dich jemand beobachtet.
Ja, also er hat hier schon seinen Beobachtungsposten, muss man sagen. Ja, und hier verehrt dich jemand heimlich. Also hier findet dich einer einmal attraktiv ohne Ende, mega anziehend, interessant vor allen Dingen. Aber ja, das wird er dir vielleicht sogar auch sagen, dass er dich wirklich sehr interessant findet. Und es ist so, hier, da ist wirklich jemand, der fasziniert von dir ist. Ja, was anderes kann ich nicht sagen. Und ich glaube auch, dass das dann bei dir ein bisschen länger dauert, aber du wirst genauso fasziniert von diesem Menschen sein dann. Ja, wow. Ja, und für die einen oder anderen, die hier eben vor einer Wahl stehen oder vielleicht auch wo mehrere Interessenten sind, kann es wirklich sein, dass dich hier jemand auch aus der Vergangenheit noch heimlich verehrt. Ja, da kann es aber auch sein, dass du sagst, da gibt es kein Zurück. Du kümmerst dich jetzt um diesen neuen Menschen, du gibst diesen neuen Menschen eine Chance, ja. Und für die anderen kann es natürlich auch sein, dass du hier natürlich vergeben möchtest, ja, dass du auf einen Ex-Partner schaust und hier wartest darauf, dass quasi sich jemand meldet. Auch das Szenario ist hier möglich, ja, dass hier jemand, wie gesagt, mit dir eine Versöhnung haben möchte. Und du wirst wissen, um wen es hier für dich geht oder ob du diesen Menschen schon kennst. Ne? Und eventuell lernst du diesen Menschen jetzt auch erst kennen. Ja? Das kann hier für die einen oder anderen auch sein. Es kann auch sein, dass trotz alledem, ja, auch wenn das hier zum Beispiel ein neuer Mensch ist, kann es trotzdem sein, dass sich jemand aus der Vergangenheit heimlich verehrt. Ja? Du weißt davon nichts, es ist heimlich. Es kann sein, dass dieser Mensch dich beobachtet. Ja, daran könntest du es irgendwie ja, mitbekommen. Ja, also dass man vielleicht immer wieder deinen Status anguckt oder immer wieder Bilder von dir heimlich guckt. Ja, oder du auch immer wieder Impulse zu diesem Menschen bekommst aus der Vergangenheit. Das kann ja auch möglich sein. Schauen wir, welches Krafttier hier noch wichtig wird. Der Seestern. Und der Seestern ist für mich auch immer die Karte für das Wunder. Der Stern des Meeres erleuchtet deinen Weg. Gehe in dich und richte dich in bedingungsloser Liebe und Hingabe aus. Und das ist das, was hier auf dich zukommt. Bedingungslose Liebe und Hingabe. Ja, also hier möchte sich jemand wirklich hingeben, dir hingeben, ja, und das wirst du auch merken, denn auch auf sexueller Ebene wirst du merken, dass das eine ganz andere Intensivität hat, als vielleicht mit anderen Geschlechtspartnern, die du hattest, ja. Also das ist auch noch so eine Botschaft, dass es sehr intensiv ist, sehr innig und ja, du wirst einfach einen Unterschied merken, ja. Das ist das, was ich hier durchbekomme. Grundsätzlich kann es natürlich auch sein, dass dir, wenn du jetzt im Urlaub bist oder so oder am Meer bist, dass dir ein Seestern begegnet, ja, dass du einen Seestern siehst, ja, wenn der da irgendwo am Strand ist, sehe zu, dass du ihn ins Wasser schaffst. ich glaube, das ist aber klar, sofern er noch lebt natürlich, ne, aber ja. Das ist etwas, was hier für dich auch wichtig sein kann. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel Bilder von Seesternen bekommst oder ja, Dokumentationen, wie auch immer. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Genau, also der Seestern kann hier eine absolute Bedeutung für dich haben. Das Selbstvertrauen darfst du hier auch haben, dass die Dinge sich genau so entwickeln werden. Ja, dass diese Liebe auch, die hast du verdient, ja. Auch mal ganz wichtig. So, was haben wir hier noch? Die Amsel. Ja, vielleicht kommt auch immer wieder eine Amsel dich besuchen oder eine Amsel sehr, sehr nah, ja. Wer die Amsel singen hört, kann sich glücklich schätzen. Die geistige Welt unterstützt dich und all deine Vorhaben. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, du hast das verdient und daran darfst du glauben. Dieses Selbstvertrauen solltest du haben, ja. Ganz, ganz wichtig. Also richtig, richtig passend hier. Ja, es kann auch für den einen oder anderen sein, dass es hier um eine Innenschau ging, die dein Gegenüber, ja, jemand vielleicht auch aus der Vergangenheit hier geleistet hat, ja. Und jetzt wirklich auch dieses Selbstvertrauen
in die Hand nimmt, ja, sich vielleicht auch gewissen Menschen entgegenstellt, die hier vielleicht gegen eure Verbindung waren und jetzt mit dir die Liebe leben möchte. Ja, auch so eine Möglichkeit habe ich hier. Die Buchstaben S und A ist auch zum Beispiel das Ass. Ja, das Ass ist die Chance und ich habe hier wirklich das Ass der Münzen, weil ich habe hier die Münze drauf und das Ass der Münzen ist die zweitgrößte Glückskarte und das ist auch etwas, was hier absolut passend ist. Ja, also hier kommt eine richtig geile, stabile Chance in dein Leben und die wirst du auch nicht verpassen. Ja, du wirst hier total matchen mit dieser Person. Also es ist richtig, richtig schön. Schöne Abende, ja, also ich kriege noch rein, vielleicht habt ihr sogar das gleiche Lieblingsgetränk. Also ist auch noch eine Botschaft, die ich jetzt reinbekommen habe. Schauen wir auf die Zeitkarten, jetzt bin ich gespannt. Hier haben wir den Sonntag. Geh nach innen, entwickle eine Vision. Also ein Sonntag könnte eine wichtige Rolle spielen oder auch die Zahl 1. Vielleicht hast du sie in deinem Geburtstag drin. Und die 6. 6 Tage, 6 Wochen. Naja, ich hatte 6 Monate, aber ihr wisst ja, ne, Zeit ist relativ. Also genieß die Zeit. Ja, also hier ist wirklich so, du wirst diese Zeit genießen. Hier kommt Genuss in der Liebe auf dich zu. Hier kommt Spaß, Freude, bombastisch einfach nur. Also was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Die Zahl 16, die Zahl 19, die Zahl 91, und 61 könnte für dich wichtig sein, vielleicht kannst du damit was anfangen. Hier haben wir noch die Zahl 12 und die Fische. Finde deine Mitte, 12 Wochen, 12 Monate. Also, ja, vielleicht sagt dir auch die Zahl 12 oder 21 etwas, die 26, die 22 kommt mir noch rein, die 66, die 62. Ja, oder die 621 könnte in deiner Postleitzahl oder tatsächlich in deiner Telefonnummer drin sein. Ja. Die 12 ist auch der Gehängte, ne? Und ich habe das Gefühl, du hast hier lange genug gehangen. Also hier war lange Zeit Ebbe in deinem Liebesleben und jetzt kommt die Flut. Ist auch ziemlich passend zum Wochenreading, ihr Lieben. Also hier kommen richtig geile Energien. Wow. Genuss, Genuss. Hier haben wir die Waage von den Sternzeichen. Hier haben wir die Zwillinge. Hier haben wir den Stier. Hier haben wir den Widder. Hier haben wir Wassermann. Und hier haben wir nochmal die Fische. Und im Unterdeck habe ich hier den Skorpion. Also für diese Sternzeichen kann es ein wichtiges Orakel sein. Natürlich kann aber auch, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht benannt wurde, das dein Reading sein. Ja, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht passen, ihr Lieben. Schauen wir noch auf die Charms. Was kriegen wir hier? Ich habe einen Würfel. Ah, ich habe einen Würfel. Ihr Lieben, ich habe einen Würfel. Oh, was ist das? Das sind die Beeren. Ja, also ich habe hier tatsächlich mit den Beeren auch wieder dieses Genuss, ne? Die Früchte ernten, die Ernte, genieße deine Zeit. Also das ist wirklich schön. Ja, du wirst hier auch irgendwie ein süßes Früchtchen kennenlernen, ich weiß es nicht. Vielleicht spielen auch Früchte eine gravierende Rolle. Vielleicht hat jemand wirklich eine Fructoseallergie, ja, also oder Intoleranz, wie man das auch nennt. Oder irgendwie Früchte könnten eine Rolle spielen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Kein Plan. Ja, jetzt haben wir noch ein Spiegelei. Das ist auch witzig, weil mit dem Spiegelei kriege ich irgendwie so rein, dass es darum geht, dass man sich hier spiegelt. Ja, also du könntest dich hier mit diesen Menschen spiegeln und damit wächst ihr auch, weil ihr voneinander lernt, aber das ist so ein Spiegeln, wo man sagt, ja, da kommt vielleicht die ein oder andere Herausforderung, aber die werdet ihr gebacken bekommen, ja, weil ihr über die Dinge sprecht. Und ja, aber hier sind so, das ist so ein Spiegelpartner, ne? Hier triggert ihr euch auch so ein bisschen. Ihr werdet auch über die Dinge sprechen, die ihr erlebt habt in der Vergangenheit, um besser mit dem anderen umzugehen zu können. Ja, also das habe ich hier auch noch. Spannend. So, hier haben wir den Buchstaben K. Wir haben hier D.
Mir kommt irgendwie das Wort Dänemark rein. Also vielleicht kannst du auch was mit Dänemark anfangen, ja. Dann haben wir das C, dann haben wir das I und das P. Vielleicht sagen dir diese Buchstaben etwas. Es können Orte sein, es können Vor- und Nachnamen sein von dir oder von deinem Gegenüber, wo die Buchstaben mit drin sind, ja. Und ich habe hier irgendwie so ein Picknick drin, ja. Es kann auch wirklich sein, dass jemand zum Beispiel dich auf einem Picknick einlädt, ja, oder ein Picknick eine große Rolle gespielt hat, ja, in der Vergangenheit. Auch das habe ich hier drin. Ja, hier haben wir den Magneten, das ist hier diesmal wieder der Magnet, ja, die magnetische Anziehungskraft zwischen euch, die echt heftig ist. Hier haben wir den Schicksalsschlüssel, ja, also hier schließt sich dein Schicksal auf sozusagen, ja, also hier wird etwas abgeschlossen, du hast etwas gelernt, ja, und jetzt kommt hier eine Schicksalswende sozusagen rein, hier kommt eine Einladung, ein Date mit der Gabel, ja, und wir haben das Blatt mit dem Aufblühen sozusagen. Du wirst hier aufblühen, du wirst hier neue Dinge erleben. Vielleicht ist es auch so, dass du sogar eine Art neue, ich weiß es nicht, irgendwie eine neue Essensrichtung wegen diesen Menschen vielleicht auch machen könntest. Ja, weil dieser Mensch vielleicht auf Früchte reagiert oder wie auch immer. Und du musst deine Ernährung so ein bisschen anpassen, ja. Sowas habe ich hier noch als Impuls. Das wird jetzt nicht für alle wichtig sein, aber für den einen oder anderen kann es hier ein wichtiger Hinweis sein, ja. Genau. Und für eine andere Gruppe habe ich hier noch Veganer oder vegetarisch, dass das eine Ernährungsrichtung ist, in der ihr euch bewegt, ja. Auch das habe ich hier noch drin, das kommt noch rein. Könnte auch noch wichtig sein. Ja, das war's, ihr Lieben. Weiterhin kommt hier nichts. Ich lasse das auch so stehen, weil es wirklich eine traumhafte Energie ist, die hier auf euch zukommt, ja. Und einfach nur die pure Erfüllung, die pure Freude. Und wie gesagt, hier vererbt dich jemand heimlich, ja. Und vielleicht hast du sogar die Wahl der Qual. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und ich würde sagen, tschüssi, bis zum nächsten Orakel.